Das ist ein geiler Start. Weiter geht's mit SmackDown vs. Raw 2010, Road to WrestleMania. Der letzten Road to WrestleMania aus dem Spiel. Oh, war R-Truth immer schon so ein Banger? Oh, geil. Er stellt der Superstar rein da. Ich habe mir schon so einen kleinen Hollywood-Boy gebaut. Ist nichts Besonderes, weil ich bin eh so nicht so ein Creation-Typ. Aber... Roscher Stimme? Hallo? Geht scheinbar nicht. Egal, aber wir gehen rein. Achso, jetzt geht's. This is my road to WrestleMania. This is my road to WrestleMania. This is my road to WrestleMania. This is my road to... This is my road to WrestleMania. This is my road. Nee, wir nehmen zwei. Let's go! Skippen wir, kennen wir schon. Haben wir schon 6 Mal geguckt oder so ähnlich. 83 Tage bis WrestleMania 25. Hoppala. Yeah! Monday Night Raw. Ich kann schon laufen. Was steht an? Klär uns auf. Denver. The road to WrestleMania has now begun. Maybe it's just the elevation, but I saw Santino backstage before the show. And he looked like he was on top of the world. He's held the Intercontinental Championship for several months now. Ja, Monate. So he has a right to be proud. Nicht I schlecht. Just don't like him sitting on his high horse. He's better suited being the horse's rear end. Santino will be defending his title tonight. So we'll see if his winning streak continues. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir hier zum Einsatz? Santino Marella vs. Kofi Kingston Einzelmatch um die EC Championship. Oder auch Intercontinental Championship. Okay, irgendwann müssen wir halt hier zum Einsatz kommen, denke ich mal, ne? Oh, ja, ich liebe die Story. Oh, wir sind Zuschauer. Habe ich eine Karte gekauft? Das ist aber geil. Oh ja, oh, vorderste Reihe sogar, mein Gott. Ich bin aber reich. 1, 2, 3. Oh, er hat gewonnen. Santi. Ist geil. An die Story erinnere ich mich sehr gut. Oh, ich freue mich richtig, wirklich. Ich habe so Bock auf die Story. Oh, das Mikrofon in der Hand. I may sound like a broken record, but baby, Santino Marella is golden. Goldig? Oh, ja, klar. I am the greatest intercontinental champion of all the time. Oh, ist das so? Better than Rodney the Piper. Was sagen wir dazu, Jungs? Better than Bret okay. The Hartman. Oh. Better than T-Ball Santana. Arriba! Oha. No one on Raw has been able to be a winner against me. And no one will. Jawohl, sag's nochmal laut, dann hör ich's auf. This arena is full of losers who could not fight their way out of a wet sack made out of paper. Way. Does anyone want some of Santino Marella? Ich will. Huh? How about you? I would beat you stupid. But I think someone already beat me too. Oh shit. Das ist böse. And this a guy he. Ja, ich. You fell out of the tree of ugliness and hit every branch on the way down. Ich komm dir jetzt da rein, hör mal. Why don't you come in here and share the ring with the real campione? Darf ich? Ja, let's go. Did you sell your manhood for that front row ticket? Hey, das ist nicht witzig. Oh, ein Penner, ey. Oh, ja. Jetzt geht's ab hier. Ach, ich darf rein. Bam. Oh, ich hab mein Moveset nicht bearbeitet. Ich hab was vergessen. Okay. Ich hab alles gemacht. Entrance und so weiter, Aussehen, aber ich hab mein Moveset vergessen. Was hab ich denn für eins überhaupt? Ja gut, wenn der mal nicht so viel kontern würde, dann würde ich es auch mal sehen. Roadbreak, hallo, 1, 2, 3. Penner. Oh, was habe ich denn? Oh, ich bin aber ganz schön mobil für mein Gewicht, so, ne? Oh, ein Moveset ist... Weird. Habe ich das von Randy Orton? Kann das sein? Ich glaube, der macht auch den Dropkick. Nee, ist nicht von Randy. Oh, ich bin aber sehr langsam, ne?
Oh shit, okay. Das wird hart. Nein, okay, doch, der Move ist okay. Arm. Ah, was willst du? An incredible dive as he hits the senton. Oh, der Move gefällt mir, der passt dazu. So, ab in die Seile mit dir. Komm her, komm her. Bam. Aber ich stehe viel zu langsam auf. Damn. Was habe ich für einen Signature Move? Okay, erstmal habe ich ein paar Ausdauerprobleme, scheinbar. Ja? Oh, Insugiri, nur klar. Ey, hör auf zu kontern. Ich habe dich doch da gehabt, wo ich wollte. Na, jetzt kommt der Pin wieder. Oh. Ah, den Move werde ich hassen, ne? Bam. So, was für ein Signature Move habe ich denn? Gerade gar keiner, weil der ausgelaufen ist. Irgendwie perfekt. Hör mal, was ist denn das hier? Steh auf, komm. So. Neckbreaker. Also ist ein bisschen antiklimatisch als Finisher, als Signature Move. Oh, der ist okay. Den nehme ich. Der ist okay, der Move. Neuer Champ. Neuer Champ aus dem Publikum. Geil. I am Champ now. Einfach zu meinem Fan gefühlt, der auch Wrestling-Kleidung hat, aber sehr geil. Yeah. But what's going to be the backlash from this stunning turn of events? Tune in next week. Kann ich in dem Modus auch mein Moveset ändern? Bestimmt, oder? Das wäre nicht ganz so schlecht. Ah. Ah, man kriegt hier... Oh. Ah, okay, Moment. Zähigkeit machen wir mal voll. Charisma ist jetzt eher nicht so meins. Griffe voll machen ist auch okay. Ja, und dann ein bisschen halt hier rein, ne? So. Ja, okay. Nächste Woche bei Raw, oder was? Was passiert jetzt? Santino ist bestimmt sauer. Skippen wir nicht, gucken wir uns an. Las Vegas, Nevada. Raiders. We're in Las Vegas Raiders. For Monday Night Raw. Michael Cole and Jerry the King Lawler here for a night of exciting WWE action. Last week Santino lost his championship to a guy straight out of the crowd. Ja, richtig. What are the Vegas odds Santino is going to have something to say about it? Der wird sehr sauer sein. But I have no idea what will happen to our assumed new Intercontinental Champion. Perhaps we'll find out tonight. Wir werden es bestimmt herausfinden. Irgendwas werde ich mal... Oh, Mr. McMahons Büro. Oh. Packt jetzt auf wie PDD das Baby-Oil aus? Bisschen. Oh-oh. Come in! Your security almost didn't let me in, Mr. McMahon. Mm-hmm. I thought they were going to use the rubber glove on Santino's tender butt. Where were they when that ruffian charged the ring and gave me a chip a shot, huh? If I remember correctly, Santino, you invited him into the ring. Yep. But I can't have people coming out of the crowd and beating my superstars. Hello. You thief! You homewrecker! Vince, good to meet you. I'm your new Intercontinental Champion. That's Mr. McMahon to you. Das war frech. And you're not champion for long, my friend. Wie, warum? I don't recall you being under contract. Ah, toll. Was das sein ist meiner. Recht, Dax. That Intercontinental Championship belongs to Santino. So give it back. The championship is WWE property and you will return it now. Ich gebe euch ich krieg gar nichts von mir. Verpisst euch. Nein, gibt nicht. Ich muss mir meine Fresse. I am the rightful champion, are you fool? Kann ich einfach Mr. McMahon auf die Fresse hauen? Das ist ein bisschen frech, ne? Jawohl, geil. Well, it's about time I hit the old dusty trail. Good meeting. Bye bye. Mr. Oh, McMahon, der muss so pissed sein. Right? No thanks to you, you gutless coward.
Uh-oh. Well, what am I paying you two for? Go get our cocky little intruder. Uh-oh. Jetzt gibt's auch noch Security hier auch. Nö. Wer ist denn die Security? Oh lol, wollt ihr mich verarschen? Das ist ein bisschen too much, ne? Kostlov und Ezekiel? Junge, was ist mit euch? Ey. Ey, das ist nicht nett. Ich wollte ein bisschen Honky Tonk Man stolz machen. Oh oh. Och nö, 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 nö. Oh, nee. Mm, muss nicht sein. Muss nicht sein. Oh, nee, nee. Ey, was ist denn los mit dir? Was habe ich denn getan? Aua. Die Scheiße. Hör mal, was. Also. Also. Jetzt kriege ich aber hier was ab, ne? Ich werde gleich den Schwierigkeitsgrad unterstellen. Müssen. Reicht mir jetzt hier. Yo, die Konter in jedem Griff, ist klar. Penner. Du bist auch ein Penner. Bleib am Boden liegen. Bleib liegen. Och nö, nö. Oh, oh. Ich will unbedingt die Gitarre benutzen. Komm schon. Jetzt. Ne, das ist der Stuhl. Och, Mann, voll auf die Mütze. Nee, wo gehe ich denn hin? Hallo? Warte, die Krücke kann ich auch nehmen. Aha. Jetzt aber. Jetzt. Jawohl. Geil. Voll auf die Mütze. Oh, der Titel ist auch kaputt. Och, nö. So, nehmen wir halt das mal als Holz. Bam. Krücken. Oh, oh, oh. Ja gut, das war's mit den Krücken. Gleich gibt's keine Teile mehr, what the fuck? So, ich glaube, Kostlov ist schon kaputt, richtig? Vielleicht, hoffentlich. Ich komme mit einem besser klar als zwei. Ne, er steht wieder auf. Oh ne, das wird nichts. Aua. Recht, Dax. Was darf sein? Gibt's hier irgendwas an Items noch? Oh ne, ich glaube nicht. Hier vielleicht? Oh, shit. Komm jetzt mal mit hier. Ach, hier ist noch ein Stuhl. Okay, das ist gut. Die Konter mir nach wie vor zu viel hier. Und ich glaube, in dem Modus, wo du halt als Superstar echt schon schwach bist, ist der Schwierigkeitsgrad nicht so angenehm, ne? Nee, lässt du meinen Stuhl in Ruhe? Da steht mein Name drauf. Oh nein, nicht gut. Nein, oh mein Gott. Aua. Hör mal, also. Das Kontern hier ist ja wirklich unangenehm. Das ist nicht nett, das ist zu schwer. Hallo. Ah, jetzt ist mein Signature Move wieder weg. Cool, jawohl. Ja, das war's für mich. Ich glaube, mein Typ ist halt dann. Ne, das war's. Der macht gar nichts mehr. Ich glaube, für den Modus muss ich runterstellen. Das ist zu schwer. Ja, also, nee, tut mir leid, das geht nicht. Da habe ich auch gar nicht mehr die Geduld für. Das war auch das letzte Spiel, was ich auf. Also, nee. Das ist das letzte Spiel, Smackdown-Spiel, was ich auf so einem Schwierigkeitsgrad spiele. Nie wieder. Na toll, ich spring da daneben. Oh, beide erwischt, ist geil. Bleib liegen. Bleib du auch liegen, bitte. So. Vielleicht reicht das jetzt schon, wer weiß. Das ist Nummer 1, maybe. Maybe ist Ezekiel kaputt. Who knows? Bam. Liegt hier noch irgendwas?
Oh, noch ein Stuhl, geil. Ist die Säge kaputt? Der steht auch noch. Der steht auch noch. Was soll denn das? Ich dachte, du bist kaputt. Oh mein Gott. Yo, Konter doch noch mehr. Komm, ich bin doch ausgewichen. Was soll denn das? Oh mein Gott. Schön, ne? Also wirklich wunderbar, ja. Manchmal kann ich auch nicht mehr kontern, er lässt mich nicht mehr. Lass mich runter. Ah, toll, so meinte ich das nicht. Spear. Ja, ich stehe auf, er greift mich direkt, ist klar. Aua. Toll, macht Spaß, macht Spaß. Habe ich noch irgendwas liegen? Nee, ja. Nee. Müsste nur einen kaputt bekommen von denen, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Glück. Oh, der ist am Bluten, Junge. Der muss ja wohl tot sein, gefühlt. Mhm, auf zu kontern so viel. Hasse das. Das Spiel soll Spaß machen, nicht mich frustrieren. Ah, jetzt kriege ich den nächsten ab. Ich kann das nicht mehr. Warte, da ist was rausgefallen. Putzlappen? Das nehme ich doch. Lass das sein. Lass das sein. Der blutet. Wie kann der noch stehen? Nein, wir müssen runterstellen. Ich kann ja wieder hochspielen, aber das mache ich nicht. Stehst du auf? Hallo, danke. Junge, lass mir doch mal ein bisschen Puffer zum Aufstehen. Ist denn mit dir? Frustration macht sich breit. Keine Chance. Null Chance. Ich muss gewinnen. Kann ich das hier im Game runterstellen? Kann ich nicht. Ich kann nicht runterstellen. Gut, dann bei das mache ich nicht mal. Da, nee. Nee. Warum war das auch auf schwer gestellt? Was smoked ihr denn? Normal bitte. What the fuck? Kein Wunder, dass ich mir auf den Sack bekommen habe. Ich bin nicht Houdini. So, wir spielen jetzt auf normal, das reicht. What the fuck? Stell auf schwer. Habe ich das auf schwer gestellt? Nee. Oder? Na, weiß ich nicht. Muss ja sein, ne? Ich habe es bestimmt nicht freiwillig hochgestellt. Ah, er kontert direkt wieder. Na klar. Runtergestellt und direkt wieder am Kontern. Cool. Jawohl, perfekt. Ja, damit. Ja, klar, ein Bicycle-Kick oder was? Machst du ein bisschen Shames oder wie? Ist irgendwie nicht besser geworden, kann das sein? Ah, ich habe mehr Zeit zum Kontern jetzt. Okay, verstehe. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was, das nehme ich. Mach doch keinen Flip hier. Achso, ja gut, so geht's auch. Hühlein. Die kontern mir aber noch sehr regelmäßig, ne? Also. Wir schauen mal, ob es jetzt besser ist, sonst stelle ich noch weiter runter, ist mir egal. Ich stelle jetzt so lange runter, bis ich Spaß habe. Lass das sein, Ezekiel. Heißt du überhaupt Ezekiel? Ich glaube schon, ne? Ach ja, schön, es geht da weiter, wo die aufgehört haben. Cool. Schön. Ey, also die Zieleinstellung im Spiel ist auch wirklich räudig. Nein, auf Kostlauf, bitte, danke. So, ich mach zuerst den kaputt. Ich fokussiere mich jetzt komplett auf einen. Ach, der ist schon kaputt, cool. Ja gut, das geht jetzt schneller. Gott sei Dank.
Nein, mein Rücken. Ich bin alt, hör auf. Aua. Komm, lass mich aufstehen, ich hab einen Finisher. Nein. Er kontert. Ja, ist klar. Bleib liegen, habe ich gesagt. Schön draufhauen. Liegen bleiben. Oh ja, es ist ein gewaltiger Unterschied zu, wer. Man merkt das direkt, krass. Das ist wild. Das ist wirklich wild. Ich weiß nicht, wie ich es überstanden habe, aber schwer zu spielen. Ohne auszurasten. Ich bin ein paar Mal ausgerastet, aber nicht so. Nein, es wäre das Ende gewesen. Vermutlich. Und der gibt mir eine Kopfnuss? Lol. Oh nein, das hat sein. Ach nö. Bam. Muss dringend das Moveset ändern. Mach ich erst zur nächsten Folge wahrscheinlich. So, war's das? Ne, Kostloff hält ein bisschen mehr aus. Aber jetzt. Bam. Nein, der lebt immer noch. Lol. Ne, Ezekiel ist kaputt. Hab ich noch einen Schüler in dir? Jawohl, hab ich. Du stehst nicht mehr auf. So. Nochmal. Und auf die Mütze. So. Signature Move und dann dürfte das gewesen sein. Oder auch nicht. Immer noch nicht. Jetzt aber, oder? Immer noch nicht. Doch, wollte gerade sagen. Okay, normal ist deutlich angenehmer als schwer. Deutlich angenehmer. The Road to WrestleMania. I don't know how he did it, but he escaped with his hide. So nämlich. Not to mention the Intercontinental Championship still in his grasp. Something tells me Mr. McMahon isn't finished with this matter, but we're out of time for tonight. Ich denke auch, dass Mr. McMahon uns nicht mehr so mag. Muss man vorsichtig zu formulieren. So, wir scannen auf jeden Fall Zähigkeit. Ich muss alles in Zähigkeit reinballern. Und Geschwindigkeit schadet eigentlich auch nicht. Na gut, ich habe Punkte sogar übrig. Okay, dann. Nee. Charisma voll machen. Oder? Charisma bringt mir jetzt nicht so viel. Ich behalte lieber die Punkte. Nächste Episode von Monday Night Raw. It is. Wo sind wir? San Diego, California. Uiuiui. Hier bin ich aber ungern. Welcome, ladies and gentlemen. Raw is live from San Diego. After a tumultuous ending to last week's show, mein Mr. Titel. McMahon has issued a statement. He is holding up the Intercontinental Championship. That's right, Michael. Und was tonight, mit mir? A fatal four-way match will take place to crown a new Intercontinental Champion. However, our former champ is not among Frech. The contenders. Still, that match should be a thrilling cap to an exciting night of action. Da kann ich doch bestimmt eingreifen, oder? Da sehe ich mich doch schon. Da greifen wir ein. I'm not scheduled to compete tonight. But as reigning champ, that's an oversight I should remedy. I'll go out there for the fatal four-way and make sure I leave as intercontinental champion. My best chance is getting some of my opponents out of the ring. Hä? Das verstehe ich nicht ganz. Übrigens, das Hemd ist der Referenz an Vice City, by the way. Wirf jeden Gegner mindestens einmal aus dem Ring. Das kriege ich hin. Deutlich. Oh, jetzt kommt die alte Kofi Kingston Musik. Die haben wir auch noch nicht gehört, glaube ich. Ja, oder auch nicht. Wo bin ich denn? Hallo? Darf ich eingreifen? Hi, Mom. Was ein Schild. Hallo? Da bin ich ja. Wie, what's he doing? Ich bin der Champ. Der Champ ist hier. So, einmal aus dem Ring. Warte, zählt das schon aus dem Ring? Ne, das ist ja nicht aus dem Ring werfen, ne? Ich glaube, ich muss einen Strong Irish Rip machen, kann das sein? Den habe ich aber nicht. So. Santino raus, Kofi folgt ihm.
Nummer 2. Nummer 3. Das habe ich nicht selbst gemacht, deswegen zählt das wahrscheinlich. Aber Kane kann auch dran glauben. So. Und dann klaue ich den Titel und renne weg, oder was? Wie machen wir das jetzt hier? Oh, das war frech. Das war ja richtig frech, hör mal. Den hole ich mir. Komm mal rein, Freddie Mercury oder Johnny Elite. Der wechselt also Namen auch alle zwei Tage. So, jetzt klaue ich mir den Titel und renne weg. Ist das so das Ziel, oder? Ne, der ist ja gar nicht hier. Was mache ich denn? Kann ich jemanden pinnen, ne? Ich glaube nicht. Was haben wir hier drunter im Stuhl, ne? Wie endet das denn hier? Ungefähr so, oder? Darf ich das? Warte. Ich war offiziell im Match? Ich muss das Match gewinnen, hä? Ich bin doch gar nicht im Match drin. Wieso darf ich denn dann jetzt jemanden pinnen? Junge. What's he doing here? He's not in this match. Forget the match, Michael. He's not even under contract with WWE. So, ach nee, darf ich ja nicht benutzen. Haha. Aua. So, ihr müsst alle mal einmal raus aus dem Ring, ne? Nee, so nicht. So aber. Und dann pinne ich jemanden und ich darf sogar gewinnen? Was ist das denn? Kane oder Kofi, geht auch mir egal. So. So, jetzt müssen wir noch Santino rein, ja. Komm mal rein, ja. Reingeflippt mit dir. Flip, flip, flip. So, Santino noch und dann haben wir das auch. Hey! So, weißt du was, da du die ganze Zeit schon so frech zu mir bist, ich schnapp mir dir. Dich. Du musst dann glauben jetzt. Freddie Mercury. Johnny Elite oder wie der jetzt heißt. Johnny Nitro, ich sehe glaube ich auch mal, oder? Nee, oder war Freddie, Johnny Mercury der andere? Keine Ahnung. Gut, dann mache ich es doch mit Santino Marella, also leg ich mir an. Ist doch egal, wen von euch ich fertig mache. Einen erwische ich schon. Was ist das für ein Move? Oh, Kopfnuss. Warte mal. Oh. Moment mal. Ich frage mich jetzt echt, ob das geht, ne? Das ist jetzt mal for real. Geht das also? Geht scheinbar schon. Was sehr wild ist, weil ich nicht Teil des offiziellen Matches bin. Okay, ein Fatal 4-Way Match zu gewinnen ist räudig. Ich weiß auch nicht, wie man das machen soll, aber hey. Wir machen das schon. SOS. Ich sehe nichts. Zack. Santino steht immer noch direkt auf, das ist nicht so gut. Da muss ich mal entgegenwirken. Aber gewinne ich dann echt den Titel dadurch? Das ist ja wild, also. Verstehe ich nicht ganz, aber ich mache nicht die Regeln, ne? Hör mal, was soll denn das? Der Schlag haut mich um, lächerlich. Hallo? Hallo, was soll das? Ich stehe ein bisschen im Weg, ich liege im Weg. Kann ich wieder aufstehen, danke. Scheiße. Nichts, Kane. Ich bin der Champ, hör auf. Ein Fatal 4 zu gewinnen. Wird witzig. Bam. Eins. Zwei. Ich hab gewonnen. Lol.
Lull. I'm confused here. Was that a title win or a title defense? I have no idea. Beides. The situation is more confusing now than it was when we went on the air tonight. I think everybody wants some answers. That will have to wait until next week because we're out of time. Good night from San Diego. Tja, also so sauer kann Vance ja nicht sein. Ne? Ich habe ja rechtens gewonnen. Ezekiel Jackson freigeschaltet. Wunderbar. Da war Skill. Oh, Griffe. Ja, der Griff ist gut. Toll. Charisma bringt mir jetzt nichts, deswegen spare ich mir die Punkte mal auf. Bin nicht so der charismatische Typ. Das lief doch gut. Ich habe mich ordentlich mit Vince McMahon angelegt. Das ist super. Das ist ja richtig dürfte. Welcome to Raw in San Jose, California. Michael Cole and Jerry Lawler. And we're still in the dark on the status of the Intercontinental Championship. But ja, ich bin Champ. On the World Heavyweight Championship, Champ Randy Orton will take on John Cena at the Royal Rumble this interessant. Weekend. That should be an amazing match. And we have the contract signing tonight. Und warum ist das interessant? Greife ich jetzt ein oder was? Ärgere ich die dabei oder wie? Oh oh, Telefon klingelt. Hauptsache, ich habe schon eine Umkleide und ich habe nicht mal einen Vertrag. Ja, moin. As soon as you get this message, come to my office and bring the Intercontinental title. That's not a request, it's an order. Und was kommt jetzt diesmal auf mich zu? Krieg ich jetzt wieder einen auf die Mütze? We shall see. Wartet der jetzt mit 4 Bodyguards da, oder? Oh, ey. Geh mal weg hier. Want to see me there, boss? I don't recognize you as Intercontinental Champion. Oh, toll. I don't care what match you want. You've caused me more trouble than you're worth. Du weißt doch gar nicht, wie viel ich wert bin, hallo? To keep you from giving me more headaches, you're restricted to this room for the remainder of the show. Och nö. Hot new superstar off TV doesn't sound like a good business decision. Richtig. You're the zillionaire. I have a successful company to run. But don't worry. These two will stay here and keep you company. Schon wieder? Don't worry about me, Vince. I'll keep myself busy. What do you think, guys? Time for a little remodel. Jawohl. Ein paar Umbaumaßnahmen. Da bin ich doch dabei. Da bin ich doch dabei immer. Erstmal in Vince Büro kloppen. Ja, moin. Erstmal ein bisschen auf die Fresse. Hau aufs Maul. Warte, Punkte? Was für Punkte? Wieso Punkte? Ah, ich muss das Büro kaputt machen. Kann das sein? Jawohl, Punkt Nummer 1. Wir machen das Büro hier komplett kaputt. Da ist er selbst schuld. Lässt mich hier alleine. Was soll denn das? Aber das geht nicht. Okay, schade. Wo geht's hier noch hin? Ne, ich will das Dings kaputt machen hier. Bücherregal. Komm mit, Koslov, komm. Ey, was soll denn das? Ein Spear. So, hier, aber das geht, ne? Jawohl, Nummer 2. Oh, oh, das schöne Bild. Egal. Das geht auch, Nummer 3. Geil. Die Statue geht doch bestimmt auch, ne? Das geht doch bestimmt auch. Das ist eine simple Mission, das mag ich doch. Oh ja, alles kaputt. Oh mein Gott, hier brennt's. Hilfe, es brennt. Nee, warum, da sollst du doch nicht hin. Genau, zur Statue. Jawohl, genau. Das ganze Büro geht kaputt. Ja, moin. Oh, oh, oh. Oh, oh. Der Boss kommt bestimmt jetzt. Oh, der wird sauer sein. Der wird sauer. Bye, bye. Kudos on tonight's show, Vince. Really compelling content. You didn't need me after all. Ooh.
man soll sich eigentlich nicht mit Vince anlegen, ne? Aber es ist schon witzig. Ich habe nichts bekommen. Perfekt. 3 Punkte. 1 Punkt habe ich bekommen. Cool. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich brauche aber meinen Champion, meinen Titel zurück. Oh, Royal Rumble. Oh, Calgary, Albuquerque, Canada. Die Frage ist, darf ich daran teilnehmen? Heißt der jetzt PLE? Premier Live Event. Ich werde erfolgreich sein. Oh, mische ich mich da ein? Stimmt. Ja. Richtig. Ach Quatsch. Maybe I should be, but I'm not. It tells me you have something. I'll make you a deal. If you can win tonight's Royal Rumble match, I'll give you the contract you want so much. The opportunity of a lifetime. Hell, I'll even give you the Intercontinental Championship. Okay. Sounds good to me. I was planning on winning the Rumble anyway. So nämlich. Das ist doch schön. Ja, rein da. From nobody to somebody, ja? Let's go. Da sehe ich mich doch. Welchen? Oh, ich krieg die Nummer 1, oder? Ah, oh, ich riech das doch schon. I didn't know you were in the Royal Rumble match. Ui, hallo. I'm a last minute addition. I'm kind of a big deal. So I've heard. Let me know when to stop. Na klar, ich sag dir, wenn du aufhören sollst. Was? Ach so. Du hörst alleine auf, was soll das? Ey, ist gar nicht schlecht. Das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Sei der letzte Superstar im Ring. Und auch das werden wir machen. Also erstmal zurücklehnen jetzt, oder wie? Wir chillen ein bisschen. Ja, da bin ich ja müde. Oh oh. Oder ist er jetzt schon Nummer 9? Okay. Wir sind bei Nummer 9, ladies and gentlemen. It is time. Geh ein bisschen schneller. Oh mein Gott, eher ich reingelaufen komme, ne? Da ist schon Weihnachten. Schneller bitte. Na komm. So. Koslov. Hier killt mich keiner. Was sind das für Rufe? Koslov gonna kill me. Warte mal ab, ich bin jetzt fertig, Maria. Na komm. So. Koslov gonna kill me. Hier killt mich keiner. MVP. Das dauert jetzt auch ein bisschen. Ja, laut hier. Ach, das donnert. Lol. I'm coming. Oh, perfektes Timing. Dass die Katze wieder irgendeinen Scheiß macht. Hey. Hey. Na komm jetzt hier rein. Oh oh. So, nichts. Oh. Und der nächste, der fliegt. Na komm. Nummer 11. Das wird ein langer Tag hier. Stop me now. Was hältst du an? Komm mal jetzt her. Auch ein Ex-Intercontinental Champion. Der auch direkt fliegt. Da kenne ich ja nichts, ne? Da wird er hier durchgespammt. Ui. Musik gerade aus, schon fliegt er.
tripled up. Wer ist es denn jetzt? Komm. Ich kann es mir schon in The Great Khali schicken, sonst passiert hier nichts. Wer ist es? Nummer 12. Das ist nah dran am Great Khali. Oh, der braucht auch so lange bis zum Ring. Oh, Junge, Junge, Junge. Mal, ich schlaf gleich ein. Mach mal hin jetzt hier. Da ist er ja. Oh. Vergessen, der braucht ja ein bisschen länger. Der ist ja nicht mehr der Jüngste hier. Tschüsschen, Mark Henry. Na komm. Bye bye. Nummer 13. Wer kommt jetzt? Cody Rhodes. Oh. Wrestling has more than one royal family. Baram, baram, baram. Und tschüsschen. Also wenn das so weitergeht, na, dann wird das ein angenehmer Abend. Talk about making a statement. Five eliminations. Talking about practice? Talking about practice? Two, one. Oh, Mr. Rey Mysterio kommt rein. Meine Brille? Nee. Oh, der kommt direkt rein. Und bye bye. Na komm. Hör mal, also Jungs und Mädels. So wird das ja nix. Oh. Two, one. Festes. Die Hälfte haben wir geschafft. Ich würde ja gerne skippen, aber ich muss ja durch den Scheiß hier auch durch. Deswegen nehmen wir aber mit. Mein Leid ist euer Leid. Och, der braucht auch ewig. Junge, also. Hätte ich eine höhere Nummer ziehen können? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist ultra random, ne? Ich glaube, man hätte auch eine 20 oder so ziehen können. Vermute ich jetzt mal. So, komm. Hoppala. Zu früh gegriffen. Ach so. So machen wir das jetzt. Okay. Oh, das ist nicht einfach. Oh, ich glaube, jetzt habe ich ein Problemchen. Aber weißt du was? Komm. Ich lasse dem alle reinkommen. Ja, erstmal. Dann los. Ja, gut, eher der reinkommt, ist fest, ist weg. Bye bye, Festes. The Mist, komm. Hopp, hopp, hopp. Schneller. 16 ist das, ne? Oh. Jetzt geht's an. Ain't no sunshine. Und auch weg mit dir. Bam. One. Oh, oh. So ein Brillenträgerchen? Ich muss das auch machen. Merkt euch eins, ihr seid Brillenträger, ihr seid immer im Arsch. Es ist immer dreckig, es ist wirklich so nervig. Yeah. So, CM Punk, du gehst jetzt erstmal zum Schlafen. Ich schick dich jetzt zum Schlafen. Ach ja. Bye bye. Adieu. Adieu, oh nein, nicht. Adieu. 4, 3, 2, 1. Oh, Price News. Ted DiBiase, Mr. Criminal. Auch dich schmeiße ich doch direkt. Oh, das wird vielleicht ja nichts. Aber das ist aber auch nicht einfach, ne? Also, das Ding ist schwer.
Aber es gibt noch ein einfaches, glaube ich. Hier in der Ecke. Du, das ist auch richtig simpel. Ja. Das ist auch richtig easy. Das ist auch entspannter als Button Smashen. Gold das. Der Bruder von Cody Rhodes. Nummer 19. Auch der bewegt sich langsam. Das ist ja wunderbar. Match of the Year wird das hier nicht. Deswegen nettes Schild. Moscow Mauler. Der hat immer voll die geile Mucke gehabt. Auch in AEW hat der voll die geile Musik. Sign of the Week. Ich drehe ein kleines Ründchen. So, raus mit dir. Nein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nummer 20, Mr. Mike Knox. Who the fuck is Mike Knox? Den habe ich ja Ewigkeiten nicht gesehen. Ich glaube, das war eher so ein Mid-Card-Typ, ne? Oder Low-Card-Typ, glaube ich. Ich erinnere mich an kein gutes Match von dem. War das der Typ, der in ECW immer als hier Eddie Kelly am Strippen war, bedeckt hat? Wenn ja, erinnere ich mich dran. Sonst habe ich keine Ahnung, was der Typ sonst so gemacht hat. Oh, doch, ich glaube, das war der sogar. Naja. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chavo. Oh, ich muss meine Kette sauber machen, fällt mir das mal aus. Chavo. Bam, 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 bam. Na komm, Chavo. Komm, 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 komm. Bisschen schneller, du bist jetzt hier kein Muskeltrotz, ne? Chavo Sachs, ja, so will ich das hören. B. Hätte ich das gewusst, dass es so lange geht, dann hätte ich das in der nächsten Folge gemacht, egal. Richtig, halt eine lange Folge, was soll's. 3, 2, das wird bestimmt eine 50 Minuten Folge, ne? Jack Swagger, oh! Jake Hager oder so heißt er, glaube ich, ne? Real Life. Oder auch in AEW. Der jetzt, ich glaube, der macht eher MMA, ne? Mittlerweile. I like this hat. Daran erinnere ich mich aus an AEW Run. Der war eigentlich immer cool früher. Als der World Heavyweight Champion war. Also der war schon, der hatte Charisma. War auch kein schlechter Wrestler. Hui. Ihr könnt noch so viele schicken, das bringt auch nichts. 3, 2, 1, Nummer. Oh, jetzt wird's ein bisschen kritisch. Jetzt könnte es kritisch werden. Aber ich kann erstmal meine Arme hochlegen, weil da kommt ja eh noch nie rein. Gute Nacht. Dauert hier, ey. So. Was war jetzt? 22, ne? Oder 21? Oh, welche Nummer war denn jetzt? Das weiß ich gar nicht mehr. Bye bye. Oh oh. Oh. Hä? Oh. Wollte gerade sagen, warum kriege ich den nicht raus? Muss ich es halt so machen, ne? Chat. Oh, it's crime time. Brooklyn. No, der ist auch groß. Wer war jetzt 24, ne? Haben wir gleich. Oh, er gibt Gas. Oh, shit. Er gibt ja Gas jetzt. Bringing the hood to you. Geil. Geiles Lied. Man muss einfach noch ein bisschen drücken hier. Und bye bye. Ich achte jetzt drauf. Ich nehme das. 25 kommt jetzt, ne? Dann sind es nur noch 5 gleich. 25, ja. Haben wir gleich. Oh, yeah. Ach, Matt, du brauchst mir zu lange. Die, 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 die.
Komm schon, Matt. Oh, jetzt, wenn wir gerade mal beim Thema Metalli sind. Ist eigentlich ein anderes Thema, aber ist ja geil. Hier, Ring-Announcer Samantha Irvin ist ja zurückgetreten. Und, wenn wir zurückgeholt haben bei Raw, geil, Lillian Garcia. Da kriege ich ein bisschen Kindheitserinnerung. Und man muss auch sagen, wie es ist, die Frau ist immer noch hübsch. Die Frau war früher hübsch, die ist immer noch hübsch. Warte, ich bin die 26? Ach, der... Da gibt's ja noch einen Jackson. Ich dachte gerade, hä? Ich komme jetzt nochmal in den Ring oder was? Also zurück zum Thema. Lillian Garcia ist neue Raw-Announcerin. Sehr schön. Sehr schön. Mach dich weg. Bye bye. Hier noch. Bye. 4, 3, 2, 1, Primo. Primo. Was ist das denn für ein Wicht? Oh, die waren Tag Team Champions mit Carlito, war der, ne? Ich erinnere mich. Und dann haben die den Titel gegen Edge und Chris Jericho verloren. The Bash, 2008, glaube ich, war es. Das war meine Zeit. Oder 2009? Ich glaube, es war 2009 sogar. Daran erinnere ich mich auch nur, weil ich damals auf YouTube so Remixe draus gemacht habe aus deren beiden Lieder. Das war schon meine Zeit. Oh, und früher habe ich noch Wrestling-Highlights und so gemacht. Das waren coole Zeiten, als ich Kind war. Sehr coole Zeiten. William Regal. So, gleich kommen noch zwei. Der kann auch direkt dran glauben. Musik läuft noch, du fliegst gleich schon raus. Schwuppdiwupp. So. There goes Regal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and. Jawohl. What's up? What's up? Okay, da freue ich mich ein bisschen. Vorletzter Typ, der kommt. Okay, what's up? What's up? What's up? So. Bye bye. Das ist wirklich wunderbar hier. 3, 2, 1, and. Ja, Kane muss ja erstmal in den Ring kommen, ne? Oh, er rennt sogar. Oh, der rennt. Oh, shit, der rennt ja. Ich bin meine Katze gerade. Dann muss ich mal kurz beeilen, ja. Machen wir mal schnell fertig hier. X. A. Und der letzte Knopf. Y. Bye bye. The show wins. The show. Ich bin auch eine Show. He's done it. Newest superstar is also this year's Royal Rumble winner. I see huge things in this man's future, Michael. If nothing else, he's got a title match at WrestleMania to look forward to. Thanks for joining us, ladies and gentlemen. I did it. Das war nicht schlecht.